Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Superland Crash. Wie ihr sehen könnt, sind wir schon wieder auf der anderen Seite der orangen Mauer, denn ich habe es nicht geschafft, den Aufnahmebutton zu drücken und habe ungefähr so 20 Minuten nicht aufgenommen. Yay! Ja, kurz zusammenfassend. Wir standen ja davor, wie wir wieder zurückkommen nach dem Absturz von wieder zurückkommen nach Orangenburg. Wir haben dafür wieder Percival ausrauben müssen. Das habe ich beim letzten Mal einfach übersehen, denn rechts oben stand auch einfach, brich nochmal in Percivals Haus ein. Yay, genau das haben wir gemacht. Das kann ich euch beim nächsten Mal, wenn wir wieder dort sind, wird ja nicht allzu lange dauern, kann ich das wieder herzeigen, was wir da genau gemacht haben. Und dann sind wir eigentlich hier zurückgelaufen. Das war super easy und konnten hier drüber klettern. Denn in Percivals Haus haben wir ein Gold-Upgrade für den... Wie ist der? Superbeam? Laserbeam? Keiner. Für dieses Teil. So. Bekommen, denn eigentlich können wir das nur an Holz festmachen. Jetzt können wir das Ganze auch an Gold festmachen. Also wir haben das Gold-Upgrade in Percivals Haus geklaut. Und sind dann hier zurückgelaufen. Genau. Also ich kann euch das beim nächsten Mal, wenn wir wieder dort sind, zeigen. Super easy. Und ja, jetzt sind wir halt hier. Also wir können uns jetzt an Gold, wenn es nicht allzu weit weg ist, rangraben. Und wir können Gold verbinden. Guck, ich zeig's euch. Toll. Wir können hier gucken, es geht ab. Aus irgendeinem Grund hören sie auf zu klatschen, wenn man sie nicht anschaut. Okay. Ich höre kein Klatschen. Egal. Okay, das Haus ist auch schon weitergebaut. Nicht mehr lange, dann sind wir fertig. Macht es überhaupt Sinn, dauerhaft auf LOL-Blöcke einzuschlagen? Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ich haue immer noch auf den gleichen Block. Okay, coolio. Was geht hier ab? Hildegard sagt, ihre neueste Forschung beweist, dass unser Sandkasten flach sei. Und wer glaubt ihr wohl? Die Königin! Okay, jetzt haben die Dudes so schicke Mützen, alter Schwede. Jetzt nimmt das Ganze aber überhand. Ich bin etwas ganz Besonderes. Seit ich dieses elitäre Wissen habe. Wir beschleunigen also gar nichts. Unendlich nach oben. Was war das? Wir beschleunigen also gar nicht unendlich nach oben? Nee, tun wir nicht. Wir haben alle die Karte des Sandkastens gesehen. Aber wer hat die Karte gezeichnet und warum? Worauf basiert die Karte? Hat man sich die Karte eventuell nur ausgedacht? Ich denke ja. Raketen hochschicken wird nichts bringen. Die sind sowieso fake. Nur ein Hoax von Hildegard. Sie hat sich mit Königin Kelda verschworen. Ich sag's dir. Wir können sogar die Sonne hinter dem Horizont untergehen sehen. Wie Keldas dürftige Regierung. Okay. Ja, der Sandkasten, in dem wir leben, muss so schwer sein, dass er alles gleichmäßig zu sich zieht. Ich nenne diese Entdeckung den Lambo-Effekt. What the fuck? Einmal habe ich mich vom Blitz treffen lassen. Nur um zu beweisen, dass er fake ist. Was? Hildegard hat keine Ahnung. Okay, okay. Ein paar Verrückte oder Nicht-Verrückte, wie man es halt dann sehen will. Was ich aber schon getan habe in der Zwischenzeit. Ich war hier oben und bin hier einmal zurück und vorgelaufen und habe Geld eingesammelt. Und ganz dort hinten, also ich will ja die ganze Zeit hier so entlang laufen. Hier so an dem Geld entlang, dort hinten an der Wand. Und dort ganz dort hinten war auch eine Kiste, wo wir eineinhalbfach mehr Geld bekommen haben. Oder so ähnlich. Yes. Okay. Ich glaube, das war alles, was ihr verpasst habt. Reden wir mit Hildegard. Was? So. Irgendwas an diesem Globus-Kram hat ihre Fantasie angeregt. Das ist besorgniserregend. Ja, Eure Majestät. Sie werden jeden Tag mehr. Okay. Das war's? Naja, gut. Wenn's das war, dann gucken wir weiter. Was laberst du? Schon mal bemerkt, wie trocken es hier ist? Ich frage mich, was passieren würde, wenn es regnen würde. Naja, hier wird es bestimmt hin und wieder regnen, oder?
Hör auf, die Raketen abstürzen zu lassen. Lass es einfach, okay? Du bist bestimmt noch traurig. Hallo? Du redest gar nicht mit uns? Hä? Bist du kaputt? Hallo? Okay, ich glaube, der ist wahrscheinlich traurig, weil das Tor immer noch nicht offen ist. Wer seid ihr denn? Was geht hier? Siehst du genau, wie erwartet. Der Schatten macht eine Kurve. Die Welt ist wirklich rund. What the fuck? Nein, er sieht nur rund aus, weil deine Augen rund sind. Ja, das ist die Erklärung, Alter. Das ist die Erklärung. Yes. Alter, aber der Schatten ist einfach geil. Macht mich fertig. Okay, was geht hier? Der Polizist hat sicher einen neuen Auftrag. Hey, schnell! Die Königin hat den Palast unbeaufsichtigt gelassen. Kannst du ein Auge für mich darauf werfen? Was, sollen wir jetzt hier stehen und warten, oder was geht ab? Die Königin ist nur da vorne. Gucken wir mal. Ja, wir brauchen immer noch Geld für den Force Cube. Sieht eher schlecht aus. Was geht bei dir auf? Und dann kommst du und machst alles kaputt. Hör auf, Dinge zu verbinden, Knöpfe zu drücken und all das Zeug. Aber warum denn? Die Apparate, die hier überall rumliegen, sind Teil unserer Kultur. Die Unvollständigkeit ist wichtig für unsere Gesellschaft. Hör auf, sie zu lösen, was auch immer das heißt. Okay. Der mag uns irgendwie nicht besonders. Gehen wir mal zu Hildegard. Unsere Rakete muss stabil sein. Mehr Schrott bitte. Eine besonders fiese Bruchlandung. Die letzte. Immer noch Lust, Versuchskaninchen zu spielen? Nee, eigentlich nicht. So, wie viel Schrott? 76, also steht doch rechts oben schon. 76 Schrott. Okay. Dann gucken wir mal, was hier noch so Neues abgeht. Hier brauchen wir immer noch den Force Cube. Und dann gucken wir mal in... Ja, ich gehe ja schon da rein. Hier geht aber nicht so viel ab, was? Eine goldene Tür. Die Königin spart an nichts. Aber wie öffnet man sie? Wer ist da oben? Warte, wie sind wir da oben reingekommen? Der Dieb. Ja, natürlich, der Polizist ist auch echt zu faul für alles. Achso, wir könnten uns doch einfach hier so hochgrappeln, ne? Tschu. So, ein bisschen. Nein. Ist ein bisschen schwer, diesen dünnen... Dieses dünne Teil zu erwischen. Wie baut man das ab? Das nervt mich immer noch. Ich verstehe das nicht. Wie kann ich das wegmachen? Gut. Jetzt müssen wir noch irgendwie auf das Dach raufkommen. Nee, das funktioniert safe nicht. Aber wir könnten das mal kurz so machen. So. Und jetzt so. Und jetzt sind wir auf dem Dach. So. Was wohl besser funktioniert? Ein Lucky Shot mit dem Teil oder... Oh Gott, damit, Alter. So. Was geht ab? Du schon wieder. Viel Glück, wenn du dort rein willst. Ich weiß, wie wir da reinkommen. Hä? Irgendwas mit dem Blut. Wir kommen doch da rein, oder? Nice. Erstmal die Königin bestehlen. Gut, wir haben genug Kohle für den Forcebeam, endlich. Können wir die Tür jetzt wieder zumachen? Hallo? Ich will die Tür zumachen, okay. Denn wir müssen hier noch Schrott einsammeln. Was geht da ab? Hallo? So, was geht hier? Der Einbrecher hat alle Münzen aus meinem Tresor genommen. Sie hat den Palast unbeaufsichtigt gelassen. Unfassbar. Ich denke, ich werde ihn bald schnappen. Okay, das war's. Gut, dass wir das nicht waren. Ich sehe uns in keiner Schuld. Yay! Hast du mal eine Münze?
Wir haben doch schon genug Münzen ausgegeben. Mit F haben wir jetzt unseren Good Old Force Cube und ein lustiges Licht, wenn wir F gedrückt halten. So. Dann versuchen wir vielleicht erstmal gleich bei der ersten Möglichkeit den Force Cube hier reinzuballern. Ich habe nur noch keine Ahnung, was das bringen soll. Weil ich habe das schon gecheckt, dass das hochgeht und wenn wir jetzt hier potenziell diese Kugel reinlegen, aber ich... Wir bräuchten eine andere Kugel. Wäre interessant, ob wir die orangene Kugel von dem ersten Gebiet mitnehmen können bis hierher. Das wäre ein bisschen complicated, aber... Naja. Achso, nee, weil ich dachte gerade, wir könnten den Force Cube ja hier hinstellen, aber... Ja, geht, komm. Wie, als würde das irgendwas bringen? Hier ist auch irgendwas mit dem Force Cube, aber ich weiß noch nicht, was mir das genau sagen soll. Was will diese grüne Röhre von uns? Okay, okay. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, was wir so will. Seit wann stehst du hier? Was, der Einbrecher hat alle Münzen aus dem Tresor geholt? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Who knows? Oh, ein Waldo! Nice! Okay. Ich glaube, hier gibt es aber nicht viel für uns zu tun. Okay, wir müssen da auf jeden Fall hoch. Denn hier ist so ein Teil auch interessant. Aha. Ja, hin und wieder muss man halt an Höhe gewinnen in diesem Spiel. Das Rätsel da unten habe ich noch immer nicht gecheckt. Aber ja gut. Das verstehe ich nicht. Aber ich würde sagen, vielleicht schießen wir uns doch einfach mal wieder zurück ins andere Areal. Dort haben wir bisher ja noch nicht so viel getan. Wie kommen wir eigentlich dorthin? Aber gucken wir erstmal hier. Hier haben wir schon ein bisschen etwas gelöst. Dort rüber kommen wir immer noch nicht. Das sieht aus, als wäre dort eine Höhle. Wartet mal. Ah, das bringt die Lampe zum Leuchten. Nee, aber ich wollte eigentlich... Das war jetzt gar nicht so meine Intention. Ich wollte eher eigentlich da drauf auf dieses Teil. Aber keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen. Okay. Das hatte schon mal geklappt. Aber wir kommen halt hier echt nicht weiter hoch. Warum? Warum hat das nicht geklappt? Ich wollte einfach nur hoch. Oh nee. Okay. Naja, da wird es schon vielleicht einen einfacheren Weg hochgeben. Der vielleicht auch ein bisschen sinnvoller ist. Die Frage ist nur, wie kommen wir wieder... Wie sind wir hergekommen? Hast du was Neues zu sagen? Das ist das zweite Mal, dass du hier durchstampfst. Das erste Mal war nicht genug. Nee, niemals für uns. Aber wir müssen hier noch ein bisschen hoch. Ein bisschen an Höhe gewinnen. So, jetzt... Was machen wir jetzt hier? Mit dem Force Cube. Mal gucken. Okay, okay. Das bedeutet, wir müssen hier und hier vielleicht. Das ist, glaube ich, zu hoch. Ja. Mal so. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Nice. Nur ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Oh, wir haben die Tür aufgemacht. In das neue Areal. Oh ja, nice. Ein neues Areal. So, erstmal jede Ecke auschecken. Das muss schon sein. Geld, 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 Geld.
Ich habe ein paar neue Tricks drauf, aha. Okay, okay. Das Geräusch war echt seltsam. Ich weiß nicht, ob ich hier erstmal am Rand irgendwie entlang laufen will oder eher nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ja, du hast ein paar neue Tricks drauf, das habe ich mitgekriegt. Wir müssen auf jeden Fall da hoch, da ist schon wieder so ein... Wo ist Waldelut? What the fuck, es gibt jetzt schon Lava-Monster? Ja, safe, alles klar. Alles klärchen. Lava-Monster, natürlich. Was denn auch sonst? So. Das ist natürlich kein Holz. Ach, come on. Ich wollte da rüber. Oh, hat so auch geklappt. So, wir müssen hier wieder ein Rennen bestreiten. Was, also du bist der falsche Dude? Was geht ab? Natürlich hat jeder ein Zuhause. Aber wie werden sie eigentlich hergestellt? Ja, das solltet ihr wissen. Legt eine grüne Kugel in diesen Ring, bevor wir anfangen. Das passiert mir nicht nochmal. Na, das machen wir jetzt noch nicht. Oder wir können mal gucken, wo ist denn das Ziel? Willst du gegen mich antreten? Wer zuerst beim Sofa da oben ist. Was, beim Sofa? Dort hinten. Puh, ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen, aber jetzt... Ja, versuchen wir es mal. Wieso nicht? Okay. Wie lange geht dieses Rennen? Der ist erst dort? Oh mein Gott. Okidoki. Wir gucken uns zuerst mal um, was hier so abgeht. Natürlich hat jeder ein Zuhause, mit dem haben wir schon geredet. Was geht hier hinten ab? Wow. Immer drunter gucken. So. Hier ist ein Button, okay. Und jetzt? Ah, oh mein Gott. Hä? Ah. Hier oben war ich und habe diese Kiste gelootet, mit dem mehr Geld tragen können, was ich euch vorhin erzählt habe. Aber wie lustig, dass es jetzt hier einen Durchgang gibt. Okay. Ein Shortcut quasi. Verein. Oh moin. Dann gucken wir uns mal hier genauer um. Ach, schon wieder so ein Fläschchen. Irgendwas ist mit diesen Fläschchen. Ach, wir werden es wohl nie rausfinden. So, hier können wir auf jeden Fall Gold verbinden, wenn wir eine Batterie hätten. Okay, okay. Eine Batterie finden steht an. Das ist ja nicht allzu schwierig, meistens. Wir brauchen irgendwas Lilanes, was hier durchfliegt. Und hier geht auch echt einiges ab. Okay. Seltsam, seltsam ist es hier. Hm. Nö, wir sind wahrscheinlich falsch, ja. Können wir denn den... so, versuchen wir es mal. Hallo? Wir standen doch auch gerade. Oh. Das hat sogar für eine Sekunde geklappt, oder wie? Aber leider zu... Okay. Warum? Ah, ich liebe diese Musik. Irgendwie, das... Ich weiß nicht, ich feiere das. Ich feiere das sehr. Das haben irgendwie deutsche Spieleentwickler, finden das toll, eigene Musik zu machen, habe ich das Gefühl. Denn in Deponia gibt es ja auch super tolle Songs immer, vom Entwickler höchstpersönlich. Deshalb feiere ich das einfach sehr. Okay. Oha.
Hier geht einiges ab. Das werden bestimmt komplizierte Rätsel, würde ich jetzt eigentlich sagen. Aha. Sehr interessant. Hey, was geht hier eigentlich alles ab? Hier ist die Ziellinie und hier ist ein Sofa. Warum steht hier ein Sofa? Also in welcher Relation ist dieses Sofa eigentlich? Also Barbie-Puppenmäßig müsste das ja dann so sein. Das würde ja sogar Sinn ergeben. Und wir können hier ein bisschen looten. Hier oben. Loot, 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 loot. Oh, goddammit. Gibt's hier noch Loot? Ja. So, perfekt. Dann könnten wir... Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Gucken wir denn? Ich glaube, wir können dort einfach rüberspringen, oder? So, gucken wir mal. Und let's go. Okay, ein Sumpf voller Mutterpumpe. Der tötet uns safe. Das sieht nicht sehr überlebensfreundlich aus. Ja, Bierdeckel. Hier geht auch noch nichts. Hier geht wahrscheinlich die Tür auf, wenn wir diesen Knopf drücken. Okay. Ah, nee, das ist der Lift. Aha. Okay. Aber für was brauchen wir das? Wir können doch dort einfach hochlaufen. Viele, viele Fragen, ehrlich gesagt. Und ich würde echt gerne dieses Haus haben. Okay, das Haus können wir schon mal nicht. Wir können echt nicht hier einbrechen. Das ist auch irgendwie seltsam hier. Ist hier Glas? Okay. Uiuiui, verwirrend, verwirrend. Aber ja gut. Hier ist viel Loot, das heißt, wir müssen da so und so rein. Ja, ich würde mal sagen, viel zu tun für uns. Aber ich glaube, das schieben wir auf die nächste Folge. Ich hätte noch irgendwie gerne dieses Geld da oben, aber ich weiß noch nicht so ganz, wie wir da hochkommen sollen. Complicated. Aber ja gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.